Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute im Bikepark Albstadt, aber heute geht es nicht um den Bikepark, sondern um das Rad, das ich dabei habe. Ihr habt es im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen, und zwar das nagelneue Spindrift 5 Alu in der Park-Edition. Ich habe jetzt heute die Chance, das Rad zu testen und bin dafür natürlich im Bikepark gefahren, so wie es der Name schon sagt. Ein richtiges Bikeparkrad. Und dann spanne ich euch gar nicht länger auf die Folter, sondern zeige euch direkt mal das Rad. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber ich finde, das Rad sieht absolut geil aus, gerade mit der Kombination mit Fox. Ist echt richtig gut geworden, das Grün mit dem Gold und Orange passt für mich mega gut. Bevor ich jetzt zu den Fahreindrücken komme, erkläre ich noch ein paar Hardfacts zum Rad und auch zu mir, um das Ganze so ein bisschen einordnen zu können. Dann fangen wir erstmal mit mir an. Ich bin 1,80 groß, fahre normalerweise das Off-Road Propane, das Taiyi, also mit einem Freerider, Downhiller und Doppelbrückengabel eigentlich gar nicht so viel zu tun, aber hat mich schon immer mal gereizt. Das Rad sieht mega geil aus, auch die Doppelbrückengabel mal zu testen, und deshalb sind wir jetzt heute hier. Und dann kommen wir zum viel Wichtigeren, nämlich zum Rad. Wir haben das Spindrift 5 AL in der Parkversion. Rahmengröße L, passt eigentlich ziemlich gut mit meinen 1,80. Ich habe das Rad gestern gewogen und konnte selber fast nicht glauben. Ohne Pedale hat es 16,6 Kilo gewogen. Also mit Pedale wahrscheinlich immer noch unter 17 Kilo, was für ein Parkrad oder schon fast ein Downhiller eigentlich echt wirklich gut ist mit einem Alurahmen. In der Ausstattung, so wie es jetzt hier steht, kostet es knapp unter 6.000 Euro. Man hat halt wirklich hier High-End-Komponenten, Fox 40, den Fox DHX2 hinten drin. Carbon, One-Up-Lenker, Magura MT7, XO1-Schaltwerk und so, also wirklich krasses Zeug, und dafür finde ich den Preis eigentlich echt fair. Im Konfigurator gibt es auch die DC Swiss Laufräder, die sind echt mega cool. Wenn ich jetzt gerade bei den Laufrädern bleibe, wir haben hier ein Mallet-Setup, ist auch fix so, also vorne 29er, hinten 27,5 Laufrad, um, wenn es steil wird, trotzdem Gas geben zu können, aber halt nicht so viel an Wendigkeit zu verlieren. Wir haben auch, würde ich sagen, moderate Reach-Werte, jetzt in Größe L von 475. Das ist, ich glaube, 1 mm weniger als mein Taiyi in L, also sollte sich recht ähnlich anfühlen. Wir haben einen Lenkwinkel aber von 63,5 Grad jetzt mit der Doppelbrückengabel. Durch die 200 mm kommt die Front ein bisschen hoch und der Lenkwinkel wird schön flach. Perfekt, um bergab Gas zu geben. Wie schon gesagt, das kleine Hinterrad für die Wendigkeit, ebenso aber auch ein kürzerer Hinterbau mit 435 mm Kettenstrebenlänge. Das wird sich noch rausstellen, aber das soll einfach ein bisschen Wendigkeit bringen, und das wollen wir heute rausfinden. Ich habe auch schon ein paar Kommentare gelesen. Viele fragen sich, was hat sich überhaupt geändert zum alten Spindrift? Ist es einfach nur das gleiche Rad? Es ist schon ein sehr gutes Rad gewesen, deswegen wurde gar nicht so viel verändert. Trotzdem will ich also ein bisschen auf die Änderungen eingehen. Ich denke, der größte Punkt ist der Lenkwinkel, der flacher geworden ist, um das Ganze eben noch ein bisschen mehr ins Freeride-Spektrum zu bringen. Wir haben an der Kabelführung noch ein bisschen gearbeitet. Haben jetzt hier neue Verschlüsse, die Kabel auch klemmen, um so nochmal die Geräuschkulisse ein bisschen zu verringern. Ein weicher TPR Ketten- und Sitzstrebenschutz, der den Kettenschlag eigentlich komplett eliminiert. Auf die Komponenten gehe ich gar nicht so ein, die sind wie Propane üblich, komplett konfigurierbar. Gibt es echt eine mega gute Auswahl, und man kann sich so zusammenstellen, wie man es einfach mag. Genau, was gibt es sonst noch? Wir haben Flaschenhalterschrauben am Rad, was für ein Freeride oder Parkrad auch ganz cool ist. Ich glaube, das haben nicht so viele Räder. Die neuen Farben sind auch einfach mega. Wir haben jetzt hier das Forest Jump Matt. Das Grün, sage ich mal, sieht mega cool aus, gerade mit der Kombination mit Kashima und den Fox-Komponenten. Dann haben wir auch ein Dirty Lavender. Das ist so ein pink-lila Ton mit Ölins zusammen. Sieht es echt mega gut aus. Also da müsst ihr auf jeden Fall die Webseite abchecken. Oder natürlich auch Propane klassisch, einfach Raw. Wer es ein bisschen schlichter haben will, auch mega geil. Ja, Stichwort Raw. Ich würde sagen, das Rad ist einfach, simpel und ehrlich, es zeigt, was es hat. Die Schweißnähte sieht man, es sieht robust aus. Nicht umsonst fahren unsere Athleten das bei Rampage auch, gerade genau das, also Spindrift Alu mit der Doppelbrückengabel. Außer man will Barspins machen, dann nicht. Also wie gesagt, simpel, ehrlich, man sieht, was man kriegt. Stabiles Rad für wirklich, wie vorher gesagt, eigentlich ein gar nicht so hohes Gewicht für einen Alurahmen. Also ich finde, das Gesamtpaket mit dem Preis, finde ich, stimmt echt. Wenn dann die 6.000 Euro so viel sind, kann ich absolut verstehen. Kann man natürlich auf andere Komponenten gehen und sich so einfach, wie gesagt, das zusammenstellen, was man will. Mir ist ein gutes Fahrwerk wichtig, ein bisschen gute Bremsen wichtig, Schaltung nicht so, dann kann man da ein bisschen was einsparen. Das ist echt mega cool gemacht. Welche Räder wurden jetzt eigentlich alle gelauncht? Wir haben einmal das Spindrift Alu in der Parkversion, einmal das Alu in der normalen Version, also mit Single Crown Gabel, und dann noch das Spindrift 5 Carbon
was auch optisch ein mega Hingucker geworden ist. Da hat sich unser Designer mal wieder übertroffen. Das sieht echt mega gut aus. Den Prototypen vom Carbon Spindrift konnte ich auch schon fahren. Falls ihr auch noch ein Video vom Carbon Spindrift sehen wollt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Dann kann ich da ein bisschen Druck beim Marketing machen, dass ich da auch noch ein Rad bekomme zum Testen. Jetzt haben wir ganz schön viel über das Rad gequatscht, haben es auch gesehen. Das Wichtige ist natürlich, wie fährt sich's. Ich bin schon 2, 3 Runden eingerollt. Das Rad ist wirklich nagelneu, also die Bremsen erstmal einbremsen müssen. Bei meinem TI fahre ich RockShox Kombinent, es ist Fox verbaut. Also ich muss so ein bisschen die Einstellung erst noch finden. Aber jetzt ist das Rad ready. Ich schnalle die GoPro oben drauf und auch mal am Brustgurt. Und dann finde ich mit euch zusammen raus, wie das Rad mir so taugt und wo so seine Stärken und Schwächen liegen. Ich kann mich auch mal den Großen nehmen, wenn ich den Federweg habe. Der Abstand ist natürlich wie gemacht für das Rad hier. Also für Sprünge ist das Ding echt gemacht. Ich versuche jetzt hier mal während der Fahrt ein bisschen Feedback zum Rad zu geben, dass es nicht nur gequatscht ist für euch, sondern im Hintergrund auch ein bisschen gefahren wird. Also was man halt sofort merkt, dass es ein Propane-Rad ist. Du steigst drauf und man merkt einfach, es kommt vom Propane. Man kann sofort irgendwie damit Gas geben und alle Räder lassen sich irgendwie zusammenfahren. Das ist echt mega gut, das fühlt sich nie ungewohnt an. Dann wie gesagt, ich bin die Doppelbrückengabel nicht so gewohnt oder gar nicht gewohnt, aber das strahlt so viel Sicherheit aus, wenn du vorne so eine fette Gabel drin hast. Ich fahre mal eine Sepp, das ist auch keine kleine Gabel ist, aber hier die 40er ist schon nochmal was ganz anderes. Gerade jetzt hier, wenn es so wurzelig wird, einfach draufhalten, hier abziehen, rein, über. Gerade in der Luft, finde ich, da strahlt einfach so viel Sicherheit, so viel Reserven, also das Springen, das macht so Bock, das ist echt geil. Hier, wenn es jetzt ruppig wird, fühle ich noch nicht 100% wohl, aber es liegt einfach dran, weil ich früher viel BMX gefahren bin, fallen mir die Sprünge leichter und das Ruppige brauche ich immer so 1-2 Tage im Rad, bis ich mich dran gewöhnt habe. Aber, also ihr merkt, es war jetzt hier gerade eine Abfahrt ohne Probleme, nicht einmal irgendwie am Limit gewesen. Sowohl federwegsmäßig wie auch Grip. Das ist echt geil. Was auch echt witzig ist, hier in Albstadt heute sind echt extrem viele Propane-Räder unterwegs. Also wurde ich auch schon zweimal angequatscht, so ey, das ist doch schon das neue Spindrift, oder? Ich so, ja, oh, das sieht mega geil aus. Also ist wirklich jetzt nicht gelogen. Das Rad macht schon Eindruck. Noch ein kleiner Fakt, habe ich glaube ich vorher vergessen. Die Kabelführung wurde nicht nur hier oben am Unterrohr verbessert, sondern auch unten, wo die Kabel quasi wieder rauskommen aus dem Unterrohr, sind sie jetzt auch wie beim TAI, sind die Kabel jetzt auch unten am Drehpunkt fixiert. Also nochmal da was getan, die Kabel reiben nirgends mehr, sind schön sauber verlegt. Vielleicht auch noch was zum Rad sagen fürs Video? Ja, also es sieht cool aus und ja. Würdest du auch so fahren? Ja, wenn es mir Kinder gäbe. Ja, vielleicht in ein paar Jahren. Ja. Noch 1-2 cm größer werden, dann passt das S auch. Hier merkt man es natürlich schon. Man hat mehr Federweg, man muss ein bisschen mehr pushen, um den Speed zu behalten. So halt er hier, ohne Probleme. Man hat einfach immer Reserven, wenn man sie braucht, also das ist wirklich krass.
bisschen rumtricksen geht auch. So, bei der herrlichen Aussicht noch ein Fazit zum Rad heute. Weiß gar nicht, ob die Aussicht oder die hier besser ist. Also ich hatte echt mega Spaß heute, es hat mega Bock gemacht. Ich finde so, das Konzept macht doch total Sinn. Die Doppelbrücke, kleiner Hinterreifen, kürzere Kettenstrebe, bringt Wendigkeit. Wenn ich was kritisieren müsste, würde ich vielleicht sagen, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr Wendigkeit könnte, würde vielleicht nicht schaden. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit 1,80 eher an der unteren Grenze von L, also für 1,82, 83 und größer sieht das Ganze bestimmt schon wieder anders aus. Ich musste mich ein bisschen an einen hohen Stack gewöhnen. Ist über einen Zentimeter höher als mein TI, einfach durch die Gabel. In den Videos habt ihr es auch gesehen. Ich glaube, ich konnte ganz gut Gas geben. Bei den Sprüngen ist es echt mega. Man fühlt sich super sicher. Man hat genügend Gegenhalt. Ist natürlich auch viel Fahrwerkseinstellung, aber es hat einfach gepasst. Man hat viel Reserven, ohne aber durchzurutschen. Also einen gewissen Gegenhalt, der sich einfach angenehm anfühlt oder auch als Propane-Fahrer recht familiär. Die Gabel und die Schaltung sagen es schon, ganz klar Spikeparkrad, da sehe ich es aber auch, da performt es. Auf der ebenen Strecke treten geht natürlich auch, aber viel Höhenmeter will man damit auf jeden Fall nicht machen. Dafür gibt es dann das normale Alu oder auch das Carbon, die sind dafür deutlich besser. Bin mega happy, hat mega Spaß gemacht, bin fast traurig, dass ich es am Montag wieder abgeben muss. Aber nächstes Wochenende steht für mich das Enduro-Rennen am Reschensee an mit meinem TI. Da freue ich mich auch schon drauf, so ziemlich geil. Falls ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall den Kanal hier abonnieren. Und wie gesagt, gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ich zum Carbon auch noch ein Video machen soll. Ich denke, da bekommt man bestimmt was organisiert. Und dann danke ich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.